Hi, hallo und herzlich willkommen zum 21. Teil der Vorstellung aller meiner Pferde. Heute mit den Tennessee Walkern, angefangen mit Strawberry. Kennt man wahrscheinlich schon aus den Halloween-Videos, da hatte ich sie relativ viel dabei. Und ja, ich hätte es nicht erwartet, aber die Tennessee Walker sind tatsächlich meine zweitliebste Rasse hier im Spiel. Ich finde die einfach toll. Ich weiß nicht mal, warum ich die toll finde, aber ich finde die einfach toll. Ja, die haben irgendwas. Ich kann da auch nicht wirklich viel zu sagen, aber die haben irgendwas. Bei Strawberry besonders gefällt mir die Fellfarbe sehr gut und ich liebe ihre Blässe. Ja, ich habe sie damals auch gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, das Pferd brauche ich. Das ist ein absolutes Must-Have. Und ja, so ist sie dann auch irgendwo bei mir eingezogen. Und ist dann während Halloween auch an Schützen gekommen. Sie hat mir sehr gut gefallen. Und ja, deswegen sind da noch zwei weitere Tennessee Walker eingezogen. Ja, als zweites habe ich dann einmal Aurora. Das ist, man sieht, der Windfarben, ne? Und ja, hier ist meine Liebe noch ein bisschen mehr gestiegen. Weil Aurora habe ich nicht nur mit Halloween gelevelt, sondern auch an sich viel gelevelt, habe viele Championate mitgemacht und ich muss sagen, ich bin mit dem Tennessee Walker so gut durchgekommen wie mit keinem anderen. Ja. Aurora habe ich geholt gehabt, weil ich finde, ich weiß nicht, ich fand die Farbe einfach so unfassbar schön. Also ich habe die Aurora und das nächste Tennessee Walker habe ich beim Bazaar geholt, als der da war. Nicht der Black Friday Bazaar, sondern der davor. Und ja, hat mir irgendwie von der Färbung auch sehr gut gefallen. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Ich bereue nichts. Aurora hat sich in den Championaten und auch in den Rennen sehr gut geschlagen. Und hat mir beim Leveln sehr viel Freude bereitet. Ja, zuletzt haben wir noch Obsidian, den anderen Tennessee Walker, den ich damals im Rabatt-Bazaar gekauft habe. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht kaufen. Mir hat eigentlich einer gereicht, aber ich habe ihn so angeguckt und gedacht, so eigentlich würde ich ihn ganz süß, den kaufen wir trotzdem mal. Und ja, das war so ziemlich die beste Wahl, die ich in Star Stable mitgetroffen habe. Weil Obsidian hat sich nämlich nachher herausgestellt, ist mein totales Schleifenpony gewesen. Bei den Championaten ist Obsidian eigentlich immer irgendwo unter den ersten dreien gewesen. Hat mir sehr viele. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht oft Championate gewonnen. Weil ich eigentlich immer ja, relativ schlecht war. Und Obsidian hat mir die meisten Goldschleifen von allen eingebracht. Und mein größtes Highlight war, glaube ich, beim letzten Leveltag mit Obsidian habe ich am nächsten Tag Post bekommen. Normalerweise bekomme ich immer Post fürs Isländer-Rennen, weil ich da meistens auf dem ersten Platz stehe. Und ja, an diesem Montag habe ich dann ganz viel Post bekommen. Und zwar vom Isländer-Rennen. Einmal den Tag- und den Wochensieg. Und dann habe ich noch von 6 anderen Rennen waren es, glaube ich, den Tages-Highscore bekommen und von 3 anderen Rennen den Wochen-Highscore. Und das hat mich sehr hart umgehauen. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Also, ja, Obsidian war mein absoluter Schleifenpony und mein Goldesel. Und da wird er jetzt ein bisschen in Erinnerung bleiben. Deswegen ist Obsidian auch eins meiner Lieblingspferde. Und deswegen ist der Tennessee Walker bei mir auch so beliebt, weil ja, ich halt alle drei erstmal sehr cool zu leveln fand und dann Obsidian doch den grünen Abschluss gesetzt hat und da ja, Vollgas gegeben hat und alles geholt hat, was man hätte holen können. Deswegen ist Obsidian auch mit eins meiner Lieblingspferde. Ja, das war's dann heute schon mit den Tennessee Walkern. Und ja, morgen geht's dann mit meiner Lieblingsrasse weiter. Also, bis dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.